Hallo zusammen, ihr Lieben. Am 8.8. haben wir ja das Portal und ich habe mir überlegt, dass wir mal mit einem keltischen Kreuz gucken, welche Energien da zur Verfügung stehen. Und ihr könnt euch nach der Legung hier noch eine kleine Botschaft aussuchen für euch selbst zu diesem Portal. Also, der 8.8. bringt ja als Ausgangssituation schon mal eine große Veränderung mit. Ja, es geht um Veränderungen der Energien der Vergangenheit, es geht um eure eigene Größe, es geht darum, aufzustehen, für sich einzustehen, im Vertrauen zu bleiben auch. Möglicherweise gibt es hier auch Veränderungen, die du mit Personen aus der Vergangenheit hast, Vaterthemen, Beziehungen. Und auf der bewussten Ebene haben wir hier schon mal die Schatten, die unguten Gefühle, die Sachen, wo man so wankend noch einhergeht. Da fühlst du dich einmal so, nichts ist so ganz gerade. Die emotionale Ebene ist uns bewusst, dass hier irgendetwas ist, was Emotionen auslöst, die nicht so gehalten werden können. Andererseits haben wir hier praktisch die Intuition in der bewussten Ebene drin. Also wir denken vielleicht darüber nach, dass wir mehr wieder an unsere Intuition rankommen, an das, was in uns angelegt ist, was wir auch schon wissen, wo unser Bauchgefühl uns sagt, okay. Und hier denkt sozusagen der Kopf drüber nach, die Intuition mehr ins Spiel zu holen. Dann haben wir auf der unterbewussten Ebene den Hund. Hier geht es vielleicht um Treue, Loyalität, Freundschaften, das sich selber treu bleiben. Ja. Die Frage ist vielleicht auch, wo gehen Kopf und Herz gegeneinander? Und es zeigt sich eine Verletzung aus der Vergangenheit. Wir haben hier die Sense in der jüngeren Vergangenheit. Das sind tatsächlich Schnitte, das sind Wunden, das sind Verletzungen, das sind Sachen, die hier sehr stark auf der emotionalen Ebene abgelaufen sind und immer noch im Kopf hängen. Und hier kann es tatsächlich um Personen gehen, ne? Also entweder Freunde, die sich aus dem Leben gemacht haben, Kinder, Männer, also wenn du ein Mann bist, drehst du dir es natürlich um. Und die Ausgangsposition ist einfach jetzt hier, steh auf, leb deine eigene Größe, bleib im Vertrauen, lass die Wunde, die hier ist, oder den Schnitt hinter dir. Und wir haben für die nähere Zukunft die Wolken, das heißt, wir klären hier noch einiges, wir bringen Dinge in die Klarheit, wir treten aus einer mystischen Situation, aus dem Nebel raus. Wir klären auch emotional uns. Aus der eigenen Sicht heraus braucht etwas einen anderen Weg. Etwas braucht eine Entscheidung. Man wünscht sich irgendeine Möglichkeit nutzen zu können, andere Wege auch zu gehen. Oder man wünscht sich überhaupt eine Entscheidung zu kriegen, eine Weggabelung, eine Kreuzung, bei der die Seele oder das, was man eben so auf der Seele hat, hier haben wir ja die vielen Emotionen, auch die wankenden Emotionen, die verletzten Gefühle, dass sich da irgendetwas einschleicht, wo man emotional und seelisch einfach wieder in der Lage ist, hier auch Wege zu gehen, die uns gut tun, die uns nicht im Vordergrund diese Brüche, die Schnitte, die Verletzungen stellen, sondern dass sich die Dinge so aufklären, dass sich die Seele wieder gut fühlt. Also so eine Art Entwicklung für die Seele. Von außen nimmt man uns vielleicht auch sehr sensibel war, übersensibel oder es wird eben viel reingelegt an Emotionen.
Und die Hoffnungen und Ängste, das ist jetzt sehr interessant. Da legt sich das Karma-Kreuz rein, ne? Irgendwie hat man die Vermutung, die Situation ist schwierig, vielleicht auch von oben gelenkt, stellt uns vor Herausforderungen. Möglicherweise hat man auch die Hoffnung, ein Kreuz abzulegen, das sich hier im emotionalen Bereich zeigt. Ja, guckt mal. Hier hat sich der Sarg umgedreht. Also in der längeren Zukunft werden wir das beenden, das Kreuz, die Schwere. Wir werden ein Kreuz ablegen, eine karmische Situation vielleicht auch, die die Zeit mitbringt. Sowas wie Akzeptanz und Vollendung eines Zustandes, einer Situation. Und wir haben unten noch, dass wir vielleicht drauf gucken sollen, dass wir kluge Züge machen, dass wir gucken, wo kommen wir in Fahrt, für was kommen wir in Fahrt, wo investieren wir emotional, wo nicht, wo muss noch ein bisschen mehr das Vertrauen her, das wir eben brauchen, um immer weiterzumachen. Andere Situation könnte hier noch sein, wir haben die Fische dabei, die lässt sich eben nun mal in zwei Sparten teilen, die Karte, dass für einige von uns hier finanzielle Wege anstehen, finanzielle Entscheidungen, ein Thema mit den Finanzen, das schwierig ist. Auch da im Vertrauen zu bleiben, die Emotionen, die man vielleicht auch zum Thema Geld hat, Verlust, ja, Einschnitte, nicht die eigene Größe leben können im finanziellen Rahmen. Das liegt ja auf dem Weg. Ne? Das sieht wunderbar eigentlich aus, denn hiermit kriegst du etwas, wo du wieder eine Wahl hast, eine Chance hast, eine Option, auch finanziell eine schwierige Sache zu beenden. Da ist Umbruch, Akzeptanz, Beendung, auch das Ende von irgendwas. Ich würde mal sagen, dass das sogar fast ein Lebensthema ist, das dich hier begleitet, das sich hier aufzeigt. Wir gucken mal, was das Kraft hier noch dazu sagt. Welches Kraft hier kriegen wir hier mit? Guckt euch das an. Es geht mit dem Luchs in ein neues Bewusstsein rein ab am 8.8. an diesem Portal. Ja, und die Karte vom Luchs sagt uns, es ist Zeit, dass wir Bilanz ziehen, dass wir uns die Situation angucken, dass wir Altes bereinigen, auch auf der emotionalen Ebene und zwar endgültig. Aber das sagt auch ein bisschen, dass Arbeit an uns selbst ansteht. Ne? Es gibt so Dinge, die wieder ins Gleichgewicht zu bringen sind. Und hier kündigt der Luchs eine große Veränderung an und große Neuerungen, für die die ersten Schritte auch schon bevorstehen. Hier kommt eine Zeit, wo man sich sehr auf sich selbst besinnt, wo man mit sich selber ins Reine kommt. Und es geht sehr um die Wurzeln der eigenen Kraft und das Potenzial, das inne wohnt. Und es geht um, ich sag mal, Aufräumarbeiten. Denn hier sind Blockaden, die sind teils selbst entstanden und zum Teil, weil sich Entwicklungen verselbstständigt haben und so manches eben auch auf der Strecke geblieben ist. Also es geht ein bisschen auch darum zu entrümpeln, sich Platz zu machen, sich zu entledigen, was man nicht mehr braucht. Also aufräumen, Aufräumarbeit ist ja angezeigt. Weggeben von Dingen, die einen vollmüllen. Also hier auch darf ruhig auch etwas losgelassen werden, damit alles wieder frei fließen kann und der Platz entsteht für neue Dinge. Es geht auch darum, zu tun, was jetzt zu tun ist und nicht, was wir schon wieder im Kopf haben für übermorgen und das nächste Jahr und so weiter. Es geht um das Jetzt, um das
Entmüllen von Dingen, die wir lange vernachlässigt haben. So, was sagen die Vögel? Wir haben den Kolibri. Ich bin der fliegende Juwel. Hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Wunderbar, ihr Lieben. Also auf zum Entrümpeln von allen Dingen. Es können hier Emotionen sein. Es kann hier sein, dass man sehr an irgendetwas festhängt, auch wo man eigentlich gar keinen Mehrwert mehr draus hat. Und das bringt uns das Potenzial oder das verdeckt unser Potenzial, das wir eigentlich benötigen. Okay, ihr Lieben, für den Auswahlorakel bleibt bitte noch dran, da kriegt ihr einen kleinen Impuls mit. Ich drücke euch, bis bald. So, hier bin ich wieder. Such dir eine Botschaft aus, die für dich persönlich spricht oder was ein Impuls für dich sein kann. Du hast hier zur Auswahl den roten Buddha und den silbernen Buddha. Und ich bin gespannt. Ein Engelchen noch. Dann können wir wählen. Kann ich gar nicht entscheiden heute. Ich stelle es mal dann ein bisschen besser hin. Manchmal ist es auch so eine optische Sache. Ja, jetzt habe ich es. Ich nehme den silbernen. Und wir schauen, was wir hier persönlich noch als Impulse mitkriegen. Ja, hier geht es um das Thema Vereinigung, Beziehung, etwas wieder in einen Kreis bringen. Vielleicht auch etwas, bei dem man von sich selbst gespalten war, ne? Wo man gesagt hat, so, ich lasse das mal weg, das tut mir nicht gut. Hier haben wir wieder den Storch mit dabei, hier gibt es Veränderungen. Durch das, dass man etwas zusammenfügt, das kann jetzt hier im Beziehungsleben sein, das kann Versöhnungen sein, alles Mögliche. Und wir haben hier das Thema Führungsqualität, ne? Möglicherweise tun sich hier Dinge auf, wo man mit anderen zusammen kooperiert, wo man feststellt, dass man seinen eigenen Weg anstrebt und auch findet. Natürlich ist das auch eine Eigenschaft, die man im beruflichen Bereich zum Beispiel hat oder wo man zu sich selber sagt, ich muss jetzt hier wieder Führung aufnehmen in meinem Leben, um den Weg dahin zu finden, wo ich richtig bin. Hier ist kein Alleingang, sondern hier geht es gemeinsam und du darfst ja auch wieder Führung aufnehmen, um Vereinigung stattfinden zu lassen. Wir haben hier Freundschaft, die Qualität der Freundschaft kommt auch in der letzten Zeit öfters. Wir haben auch, dass wir auf unserem Weg uns selber treu sein dürfen. Möglicherweise auch eine Vereinigung mit jemandem, mit dem du gebrochen hast, geht wieder etwas zusammen oder kommt in die Veränderung. Aussprachen kann natürlich auch mit Kindern sein, aber ich denke, ganz speziell geht es hier auch ein bisschen um den beruflichen Bereich, wo du hier mit Menschen zu tun hast, zu tun kriegst, wo ihr gemeinsam ein gutes Projekt starten könnt, wo etwas wieder Fahrt aufnimmt und etwas, bei dem du dich auch so einbringen kannst, wie du wirklich bist, ne? Dann haben wir den Engel der Achtsamkeit, der gerade wichtig ist in dieser Zeit. Und er hilft dir dabei, im Augenblick zu leben, aufmerksam zu sein gegenüber den Dingen des Lebens, das Herz zu öffnen und ganz bewusst auch darauf zu achten, was man tut, was um einen herum geschieht, zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Das hatten wir im Portal-Orakel auch, ne? Es geht darum, sich dem ganzen Müll, der um einen so rum ist,
zu entledigen und zu fokussieren, was wirklich wichtig ist, was man wirklich braucht und im Moment zu sein und nicht zu sehr in die Zukunft voranzupreschen oder in der Vergangenheit zu hängen. Wobei ich doch denke, hier können sich tatsächlich Dinge aus der Vergangenheit klären. Okay, dann guck mal auf die andere Seite. Was habt ihr für eine kleine Botschaft? Ja, guckt mal, die Schattenwelt, das hatten wir auch im Orakel drin, im Portal-Orakel. Also da wird man unter Umständen mal konfrontiert mit etwas, das man dann integriert ins System und nicht dagegen geht. Ja, viele können das Wort schon nicht mehr hören, aber es ist nun mal so, dass es Themen gibt, die aus diesem Dunstkreis kommen und uns öfters mal wieder übermannen. Und guckt mal, ihr habt hier die Ermutigung. Ne? Hier beugt man sich zu euch runter. Es gibt sowas wie, wenn du konfrontiert wirst, bleib nicht liegen, steh trotzdem wieder auf. Und hier ist irgendwie auch jemand, etwas, was dir vielleicht wieder auf die Beine hilft, wenn du stark strauchelst. Weiterzumachen mit allem, sich nicht kleinkriegen zu lassen. Kann natürlich auch eine Person sein, die ähnliche, sagen wir mal, Resonanzbereiche wie du hast, die das schon durch hat, die dir davon etwas mitgibt. Und du hast hier den Schlüssel. Also bei dir wird sich etwas mit Sicherheit einstellen. Du kannst dir neue Türen öffnen. Bleib da auch dran, ja. Du wirst ermutigt, weiterzumachen, auch wenn du Schattenthemen im Rücken hast. Und dir steht ja auch ein Erfolg bevor. Hier kommt bei dir der Engel der Veränderung. Und da geht es darum, dass man eben vorwärts geht, um sich zu entwickeln. Und dass man sich bewusste Schritte zur achtsamen Veränderung hingibt. Da kommen neue Abenteuer und auch neue Wege. Und hier geht es auch darum, einen tieferen Blick zu werfen, eine Erkenntnis zu kriegen, die dann wiederum zur Veränderung führt. Und auch hier wirst du ermutigt, denn hier steht, habe den Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.